Vor 50 Jahren fiel mit dem ersten Hirschgatter der Startschuss für den Tierpark Mautern. Am Freitag, dem 1. Juni, wurde dieser runde Geburtstag gebührend gefeiert. Planei- und Wilderberg-Geschäftsführer Direktor Georg Blim konnte zahlreiche Gäste in der Greifvogel-Arena begrüßen. Darunter Tourismuslandesrätin Magister Barbara Aibinger-Miedl, Prinz Heinrich XII. Reuß sowie Bürgermeister und Nationalratsabgeordneter Andreas Küberger. Fazit: Planei und Mautern funktioniert. Aber das war der erste Park in Österreich, der für Besucher gebaut worden ist. Der Wilde Berg ist damit nicht nur für die Region, für unsere Steirerinnen und Steirer, für unsere Familien ein tolles Ausflugsziel, sondern auch bei unseren Gästen aus dem In- und Ausland bekannt und beliebt. 50 Jahre Wildpark, und Prinz Reuß hat das angesprochen, und auf das bin ich sehr stolz. Der erste Wildpark in Österreich, der älteste oder einer der ältesten in ganz Europa. Ja, wenn man das zurückverfolgt, natürlich eine sehr schöne, aber auch sehr abwechslungsreiche Geschichte. Manchmal großes Fragezeichen, gibt es diesen Tierpark weiter oder nicht? Und naja, und seit 4 Jahren bespielt die Planei auch Wurzenbahnen diesen schönen Fleck in der Steiermark, der eben jetzt den Wilden Berg. Wir sind natürlich stolz, die Gemeinde auf 50 Jahre Wildpark Mautern, Wilder Berg Mautern. Und ja, es hat immer Höhen und Tiefen gegeben, aber Gott sei Dank bin ich in einer Zeit gekommen, war zwar am Anfang auch sehr, sehr schwierig, aber jetzt mit Planei Hochwurzen ist bergauf gegangen. Es ist wirklich eine Erfolgsgeschichte, die man steiermarkweit herzeigen kann. Ich bin sehr stolz drauf. Ja, ich bin da immer Skifahren gewesen früher, da war auch noch der Schlepplift, das haben wir heute eh schon mal gehört bei der Begrüßung und bei den Dankensworten. Und jetzt mit dem Sessellift, da bin ich dann auch noch Ski gefahren. Jetzt im Winterbetrieb gibt es halt nicht mehr, aber im Sommer bin ich sehr oft herum und es ist wirklich alles perfekt hergerichtet. Wir haben einen unglaublichen Zustrom an Gästen. Wir hatten immer so um die 50.000 Gäste und haben letztes Jahr die erfolgreichste Saison aller Zeiten gehabt mit über 70.000 Gästen hier im Wilden Berg. Und da sage ich ein herzliches Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben. Prinz Reuß, aber selbstverständlich auch die Gemeinde mit Bürgermeister Küberger und allen voran Georg Blim und das gesamte Team vom Wilden Berg, die mit extrem viel Herzblut und Engagement hier bei der Sache sind, sich um die Tiere sorgen, hier alles instand halten, höchste Qualität bieten und für die Gäste ein wunderbares Erlebnis hier bieten. Ich glaube, hier spielt alles zusammen. Und wenn man dann ein Team hat, das es versteht, die Werbung richtig zu machen und diese Botschaft nach außen zu tragen, dann ist eben dieser Erfolg der letzten Jahre hier die Antwort und das Resultat. Die Familie verbringt ja den ganzen Tag bei uns. Sie kommt herauf, schaut die Tiere an und dann verbringt sie natürlich viel Zeit bei uns in der Gastronomie. Und da schauen wir natürlich, dass wir regionale Partner auch für uns herholen, die was für uns Ware herbeibringen, und mit denen kochen wir dann und natürlich auch gute heimische Produkte wie das Gösserbier natürlich und das wilde Cola und den Wein. Da bemühen wir uns schon sehr drum. Der Wilde Berg Mautern hat sich mittlerweile zu einem der beliebtesten Ausflugsziele der Steiermark entwickelt. Mit dem Alpentierpark mit ca. 300 Tieren, einem großen Spielpark mit vielen Attraktionen, tollen gastronomischen Angeboten und vielen mehr bietet der Wilde Berg ein Rundum-Angebot für einen perfekten Ausflug.